Okay, da bin ich wieder. Und ich war an dieser Stelle hier schon richtig, aber ich habe es halt nicht richtig kontrolliert. Ihr seht hier, großes Judikatschwert. Das untersuchen wir jetzt erstmal. Eine Botschaft, König Ravers. Gebilligt sind jene, die eines neuen Paktes willens sind. Andere sollen weichen. Gut, da sehen wir also, da hat sich die Tür geöffnet. So, gefallen und dahinter haben wir dann so ein komisches Leuchteding. Eine leuchtende Laterne, sage ich jetzt einfach mal. Achso, und dann wollte ich nochmal gucken hier. Ihr seht, auf dem Lizenzbrett gibt es auch wieder einiges zu tun. Und ich wollte irgendjemandem noch eine Fähigkeit geben. Warte mal, das war, glaube ich, wer war denn das? War das Asch? Courage? Medica. Genau, das wollte ich hier geben. So. Ist nämlich auch noch sehr wichtig eigentlich, weil Medica heilt so einige Zustandsveränderungen, negative. Aber zu den Lizenzbrett erstmal später was. Jetzt gehen wir erstmal weiter und wechseln einfach mal den Standort. Und das bringt uns wohin? Das sieht ja alles gleich aus hier, Mensch. Nee, Quatsch. Hier haben wir schon wieder was anderes. Aber da haben wir wieder ein paar kleine Fledermäuse. Und wie ihr seht, habe ich natürlich auch Waldtiere wieder reingenommen. Um ihn einfach mal ein bisschen zu schulen. Ich meine, er hat schon gute Attacken, aber ich muss erstmal Gegner finden, wo ich die auch reinsetzen kann. Ansonsten ist er natürlich auch eine große Hilfe, weil ich das mal so ein bisschen gucke hier. Was kann er denn eigentlich alles schon? Ein Gegner, was kann er da machen? Gravitas? Reflek, ah. Hier, dieses Stopp, das hat mich in den Prüfungen gehörig gestört bei Gegner. Deswegen habe ich erstmal mich ins Ziel gesetzt, nach irgendwelchen Gegnern, nicht Gegnern, nach Händlern auszuschauen, die irgendwas, ein Accessoire verkaufen, die stoppen. Beziehungsweise halt verhindern. So, das kommt uns hier alles bekannt vor. Und deswegen würde ich erstmal sagen, wir gehen jetzt den linken Weg und schauen mal, ob der schon offen ist. Aber vorher ein paar Fledermäuse erledigen. Einfach mal zur Auflockerung. Dieses Schwert übrigens, was Wahn trägt, hat die Eigenschaft, dass es Wasser austeilt. Ich muss also gut aufpassen, welche Gegner ich damit schlage. Mist, es ist verriegelt. Wo soll ich denn hin? Bin ich hier richtig? Ich weiß auch jetzt schon wieder gar nicht mehr, wo ich herkam. Ah, stimmt, hier kam ich ja her. Was muss ich denn machen? Muss ich jetzt nochmal das Portal aktivieren? Ich weiß das nämlich nicht. Ich habe alles vergessen aus meinem Leben. Nee, geht ja nicht. Okay, dann gehe ich einfach mal zurück. Portal berühren? Ah. Warte mal. Nee, das haben wir alles schon gemacht. Aber warte mal. Kann das sein, dass wir jetzt woanders sind? Okay, ja, wir scheinen wirklich woanders zu sein. Ja, genau. Sehr seltsam. Dann kämpfen wir uns erstmal hier durch die Horden von Gegnern. Und schauen mal, wo wir hinkommen. Hier jedenfalls nirgendwo.
Na, der wird auch wieder lebendig, oder? Nee. Oh. Verdammt. Oh nein. Das ist nicht gut. Ein Ballon. Komm, lassen wir ihn mal platzen. Was sind das für Viecher? Oh Gott, jetzt geht's hier richtig los. Genau, von diesen Viechern habe ich nämlich auch gelesen. Okay, die sind schon ein bisschen stärker, wie es aussieht. Noch ein Ballon. Oder ist das immer noch der alte? Nee, die tauchen wieder auf. Hey. Ballons, die wieder auftauchen, sind keine guten Ballons. Außer die, die man im Himmel sieht. Wäre schlimm, wenn die Leute, die da drinnen sitzen, dann nicht mehr auftauchen. Und irgendwie, was weiß ich wohl, dann, das wollen wir nicht. Also, nehmt euch davon einen Bleistift, ihr Ballons. Dass ihr, ne? Okay, das hat alles keinen Sinn, was ich hier labere. Also, komm. Fetzer, halt einfach deinen Mund. Ja, und wir sind jetzt leider alle versteinert. Deswegen, warte mal, irgendjemand konnte, ich glaube, Penelo. Die habe ich so eingestellt, dass sie das heilt. Genau. Sie wendet jetzt also eine Goldnadel an. Und es ist ganz praktisch, dass wir sie jetzt wieder in der Gruppe haben, denn sie hat zum einen erstmal Analyse da, dass wir die Bomben sehen, und zum anderen ist sie auch noch, ja, ein Rubinring. Schauen wir uns mal an, was der so kann. Refleck. Hat da jemand die Lizenz dafür? Nö, gar keiner. Okay. Aber Refleck hört sich auf jeden Fall auch sehr praktisch an. Ich wende jetzt einfach mal eine Seife an, weil ich nämlich ölig bin. Okay. Ne, die Karte muss ich erstmal lassen. Und da geht's auch noch irgendwo hin. Ah ne, da waren wir schon. Mich hat das nur verwirrt, weil es gerade so grau aussah. Da denkt man immer, da war man noch nicht. Aber das ist halt nur der Abschnitt, wo man nicht gerade ist. So. Oh Mann, wenn ich die Bomber hier so sehe, da erinnere ich mich wirklich an einen Gegner, der mich Probleme bereitet hat. Aber auf den... Ja, der erwartet uns auch noch. Und ich glaube im Saliga-Wald. Oh, hier, schaut mal. Diese Gegner tauchen übrigens auf, wenn man nicht den Morgensplitter ausgerüstet hat und dann irgendein Portal aktiviert. Also ihr seht schon, die Shizu-Teile, die beschwören wahrscheinlich die ganzen Monster hier. So, was haben wir hier Schönes? Ein Heros-Stator. Ein geheimer Drehmechanismus verbirgt sich im Sockel. Offenbar kann man ihn bewegen. Okay, dann drehen wir einfach mal im Uhrzeigersinn. Das hat jetzt was bewirkt? Eigentlich würde doch das Sinn ergeben, wenn sie genau dorthin blickt, oder? Also ich, wenn ich eine Statue wäre, ich würde genau dorthin blicken. Oder? Oder wo soll ich hingucken? Hallo? Gehen wir einfach mal hier runter. Solange wir noch ein paar Wege haben, die, wo wir lang gehen können, nehmen wir diese erstmal. Pass auf, und dann ist das wieder irgendeine Falle, wo ich dann doch hätte die Statue drehen müssen. Mensch, wieso tauchen jetzt hier diese Zombies auf, Mann? Bleib weg! Bleib weg in euer Versteck! Oder ich neck euch nicht. Weil es ein schlechter Reim war. Ah ja, ich glaube, da kommen wir jetzt wieder. Ih, schon wieder so ein hässliches Ding. So ein Kitsch, was man sich in die Stube nicht stellen sollte.
bin jetzt ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen verwirrt. Ich überlege jetzt, ob wir hier schon waren. Auf jeden Fall sind das hier gerade eine Menge Gegner. Was ist da unten? Na komm, den Gang erspare ich mir jetzt einfach mal. Das sieht nämlich auch hier ziemlich nah an Labyrinth aus, wenn man das sich mal auf die Karte anguckt. Geh weg! Und da habe ich ein Stück Alterfleisch. Na danke! Das wollte ich schon immer haben in meinem Leben. Was machst du denn? Ein Tänzchen, okay. Aber ich stelle gerade wieder fest, das ist eine richtig coole Stelle, um Serien zu spielen. Oh, überall tauchen sie auf, ey. Wahn, ich gönn dir einfach mal eine High Potion. Also ihr seht schon, das zieht sich wirklich ein bisschen in die Länge hier mit den ganzen Gegnern. Ah, ich verstehe. Warte mal, da ist die andere Statue. Verdammt, wo muss die denn hinblicken? Oder ist das dieselbe? Nee. Irgendwie ergibt es nur Sinn, dahin zu blicken. Ich gucke mir das da drüben mal an. Da müsste ja eigentlich dann auch einer stehen. Ich müsste jetzt also irgendwie da rüberkommen, dass die sich dann in die Augen gucken. Dich lasse ich jetzt einfach mal, Kumpel. Kannst mal ein geschilltes Leben führen. Als komischer Schizo-Statue. Häufchen Bomberasche. Das ist auch genauso cool wie ein alterndes Stück Fleisch. Sehr gut, Junge. Ihr gebt mir wirklich tolle Schätze. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite und da ist ja gar nichts. Verdammt. Oh, ich bin schon wieder so verwirrt hier. Aber immerhin waren wir hier noch nicht. Ey, ich habe bestimmt eine Statue. Aber schaut mal, man sieht auch auf der Karte, wohin sie blicken. Das ist sehr praktisch. Ich nehme mal an, auf der Seite ist auch noch eine Statue. Es kann auch gut möglich sein, dass... Halt. Dass sie genau in die Mitte schauen müssen. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Das, was anderes würde für mich keinen Sinn ergeben. Denn da ist eine große Fläche und es kann gut möglich sein, dass dort der Bosskampf stattfinden wird. Oh oh. Wen haben wir denn hier Schönes? Ein Bosskampf. Ist jetzt aber nicht der Gegner, den ich erwartet habe. Sieht aber auch schon sehr beeindruckend aus. Jetzt nicht unbedingt ein Gegner, den ich herausfordern würde, ne? Aber ich glaube, da komme ich leider nicht drum herum. Okay, das Gelände ist von einem Magnetfeld umgeben, metallische, was? Nö, mach jetzt nicht sowas. Venuskara. Okay, tat das weh? Nö. Juckt mich nicht, Junge. Ich bin OP. Man hat mir gesagt, ich soll hier mit Level 30 reingehen, also... Es kann natürlich auch gut möglich sein, dass ich jetzt eine gute Chance habe gegen die Gegner, weil ich jetzt entsprechende Waffen gefunden habe für meine Charaktere. Also, Penelo trägt ein gutes Schwert, Vaan eigentlich auch, und Basch, der hat einen Schlaghammer, das habe ich auch noch nicht erwähnt, ne?
Okay, aber da sind wir ganz großartig gewesen. Erfolgreich, wollte ich eigentlich sagen. Und im Prinzip war das der erste Bosskampf von Zweien hier in diesem Miriam-Stillschrein. Ne? Ja, komm, weiter jetzt, ja. Genug triumphiert. Ja, gut. Jetzt sind wir also hier, ne? Und jetzt geht's hier weiter. Ich rätsel immer noch, was das mit den Statuen auf sich hat. Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Schätzchen für mich. Danke. Ein Waisenring. Und der Waisenring kann uns weisen auf den richtigen Pfad, dass wir den uns mal anschauen, was der so kann. MP-Kosten werden halbiert. Ach so. Oh, nicht schlecht. Leider hat noch keiner die Lizenz dafür, aber ja. Ideal für meine Zauberin. So, jetzt gehen wir hier hindurch. Oh, es bockt, ey, richtig. Ja, hier haben wir die dritte Statue und die drehen wir dann auch in irgendeine Richtung, ne? Was haben wir hier? Ein Schatz. Oder was ist das? Ach ne, da war ja immer eine Karte drin. Stimmt ja. Okay, die Karte des Miriam Stillschreins erhalten. Danke. Alle Karten schnell auf. Blablabla. Ich drehe den einfach auch mal in Uhrzeigersinn und... Ja. Etwas scheint sich an der gigantischen Statue verändert zu haben. Hoffentlich nicht, dass sie lebendig geworden ist. Gut. Das hat also was bewirkt. Es ist immer gut zu wissen, dass man informiert wird darüber. Und weil es gibt ja auch Spiele, da wird man über sowas nicht informiert. Und man sucht sich dumm und dämlich. Aber wir können jetzt erstmal dorthin zurückkehren. Und ich nehme mal an, da kommt dann das Highlight des Miriams Stillschreins. Ich muss erstmal gucken, wo es wieder zurückgeht. Aber das Gute ist auch, wenn man hier was verpasst hat, man kommt halt immer wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Schreinen war, weil ich glaube, da konnte man... Oh, hallo. Also in den anderen Schreinen habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Da hätte ich diese Wände besiegen müssen, um etwas zu bekommen, oder? Das Bannsiegel der Wächterstatue ist gebrochen. Vielen herzlichen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Tja. Schön wär's, ne? Wenn wir jetzt hier ohne Probleme rauskommen... Aber wir haben, was haben wir eigentlich denn gesammelt? Ja, gar nichts. Wir müssen ja hier gegen irgendetwas kämpfen. Ich meine, wegen den Waisenringen sind wir nicht nur reingekommen. Wir wollen mehr. Wir sind so gierig. Wir sind Tomb Raiders. Bin ich jetzt wieder an Ort und Stelle? Warte mal, hier drüben war doch noch ein Weg. Oder, ach nee, da kam ich jetzt her, ne? Ich bin schon wieder so verwirrt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich rauskam. Ach komm, Fledermäuse, ich will nicht. Muss ich das Siegel wieder aktivieren? Was sagt denn die Karte? Lass mich los! Wahrscheinlich müssen wir gleich da an dieser... Ich nenne sie einfach mal immer Laternen. Na, wir können natürlich auch Teleport... Portal sagen oder... Was? Wie heißt das? Standortwechsler. Ah, okay. Für mich ist das eine Laterne. Wir müssen wahrscheinlich jetzt runter und dann da irgendwo, ne? Irgendwo stand doch die Statue. Kann das da sein? Oh! Ach Mist, das ist nämlich das Vieh, was hier so selten sein soll. Und gefährlich vor allem. Aber da habe ich einfach mal Blatt gemacht, oder? Nee. Das ist schon stark, seht ihr? Es ruft nämlich ständig irgendwelche Kommandoren und hier, ne? Er haut einfach mal ab. Das Vieh. Oh, Schluss hier, Junge! Okay, was kriege ich denn von dir? Ein Mordbuch. Oh, ja. Das kann ich gebrauchen. Ich bin ja immer lesegewandt und so. Da. Gut. Das war also das Vieh. Schön, dass wir das auch noch kennengelernt haben. Und, ja. Ich denke mal, wir sind jetzt
Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich habe keine Ahnung. Doch, sieht so aus, oder? Ja, sieht so aus. Richtig toll designt. Gut, das ist Matthäus. Und Matthäus ist im Prinzip eine Bestia, die wir dann, wenn wir sie besiegen, auch beschwören können. Doch vorher müssen wir sie erstmal besiegen. Und sie hat hier die Anart, da diese Eiselemente zu erschaffen. Ich glaube, die sollten wir erstmal ausschalten. Sonst wird's heftig. Und da schläft jemand. Hallo, aufwachen. Fran. Wir haben jetzt keine Zeit hier. Auf jeden Fall, Matthäus. Also, ich glaube, das war der erste Boss, gegen den ich damals schon so ein paar Probleme hatte. Es kann aber auch gut möglich sein, dass das damals an meinem Level lag. Vielleicht war ich zu schwach oder so. Komm, wir lassen einfach mal Matthäus gegen Belias kämpfen. Das klingt doch toll. Der Kampf des Jahrhunderts. Ich präsentiere euch der heiß umwogene Belias gegen Matthäus, die eiskalte Königin. Übrigens, Fran hat jetzt übrigens auch eine Mystech gelernt. Und das finde ich genial, weil sie genau dieselbe Bewegung macht wie Shiva. Okay, Belias, mach mal was Schönes. Aber das dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen. Ist das Vieh eigentlich anfällig gegen Feuer? Keine Ahnung. Mach auch irgendwas. Ja, okay, danke, Belias. Bis erstmal entlassen. Dann würde ich sagen, machen wir noch irgendwas anderes Fettes. Zum Beispiel Fran. Ach ne, Penelo hat ja diese drei Sachen. Todesfraktur. Hört sich cool an. Zack, bum, bang. Juckt sie einfach mal gar nicht. Oh oh.
Natürlich kann Matthäus auch noch eine Spezialattacke machen. Ich hoffe mal, das geht jetzt gut. Oh, verdammt. Ich beschleunige jetzt einfach mal den Kampf. Weil wir haben sie eh gleich besiegt. Okay, das war's. Okay, Leute. An dieser Stelle machen wir erstmal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Da werden wir dann... ja... Matthäus mal ausprobieren im Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.